Ich war mir relativ früh sicher, dass ich Polizistin werden wollte, so in der 8. 9. Klasse. Jetzt bin ich seit 2013 Polizistin und kann sagen, dass es ein wirklich sehr vielseitiger und abwechslungsreicher Beruf ist. Wir haben einen krisensicheren Arbeitsplatz und wir sind jederzeit Teil eines starken Teams. Ja, ich konnte noch nicht feststellen, dass mich meine männlichen Kollegen nicht akzeptiert haben. Wir arbeiten hier Hand in Hand, vertrauen uns gegenseitig, ob es jetzt bei großen Einsätzen ist, bei Verkehrskontrollen oder in der Kriminalpolizei. Da spielt es keine Rolle, ob wir Mann oder Frau sind. Das ist sehr unterschiedlich. Ich habe die Erfahrung gemacht, dass hilfsbedürftige Menschen meist lieber mit einer weiblichen Kollegin sprechen. Straftäter hingegen akzeptieren uns nicht sofort. Um sich dann in einer solchen Situation den nötigen Respekt zu verschaffen, brauchen wir auf jeden Fall Durchsetzungsvermögen, ein sicheres Auftreten und eine gute Kommunikationsfähigkeit.